Auch in diesem Jahr, am 01.07.2016, wurde vom Bezirksbürgermeister Helmut Klebank als Zeichen der Akzeptanz und rechtlicher Gleichstellung von homosexuellen Menschen die Regenbogenfahne zusammen mit Jasmin Blank-Schwerder, Vorstandsmitglied des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland, am Rathaus Spandau gehisst. Alle Spandauerinnen und Spandauer, aber auch Bürgerinnen und Bürger über die Bezirksgrenzen hinaus, waren eingeladen, dabei zu sein, um zu demonstrieren, wie tolerant der Bezirk ist und dass Diskriminierung und Ausgrenzung kein Thema für sie ist. Wie auch in den vergangenen Jahren blicken wir zurück auf ein Jahr, was auch wieder geprägt war von Ausschreitungen. Zuletzt der Anschlag in Orlando, glaube ich. Zuletzt irgendwie ein wirkliches Fanal. Ausgrenzung, Menschenfeindlichkeit gegen welche Gruppen auch immer scheinen sich sogar eher noch etwas mehr breit zu machen. In unserer Gesellschaft hat man das Gefühl und es ist wichtig, dass wir heute da ein Zeichen gegensetzen. Abgesehen mal davon, dass mir die Flagge sowieso super gefällt, einfach von der Fröhlichkeit und den Farben her. Ich finde, wir sollten da was Fröhliches gegensetzen und sollten uns überhaupt nicht Angst machen lassen, von wem auch immer. Dafür müssen wir eben zusammenstehen. Und dafür machen wir auch jedes Jahr wieder gemeinsam diese kleine Zeremonie hier. Spandau ist stolz auf seine Diversität und Vielseitigkeit der Menschen, nicht nur im Bezirk, sondern in ganz Berlin.